Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic und wir sind endlich im Sumpf. Man sieht schon, es ist sumpfig. Sei gegrüßt, Fremder. Dachchen. Dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich wollte mir mal so gucken, was es hier so gibt. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Ah, okay. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Nein. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Okay. Wer ist dann wieder vorbeigelaufen? So. Okay. Der aus der alten Mine. Hallo, hallo, hallo. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Nein, du bist der Charakter aus GTA 5. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Aha. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Nun. Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Alles klar, wir sind ja eindeutig in Afghanistan und die bauen Opium an. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Ja gut. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen. Aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Mhm. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Baal Namib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Ja, das ist immer so. Aufgaben für andere erledigen, als würde ich erwiesen werden, Mitglied sein. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Mhm. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Und wie geht's?
Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Folge mir. Ach so. Ach ja, ich darf den ja nicht ansprechen, stimmt. An seiner Haut weht. Was haben wir denn hier? Nur Witzen. Wie steht's? Ich bin total Heimann. Das glaube ich dir. Was gibt es hier für wichtige Orte? Es gibt Fortuno. Er verteilt freies Sumpfkraut für alle Anhänger der Sekte. Du findest ihn unter Kurkalums Alchemielabor. Key. Wer ist hier der Boss? Iberion, der Schläfer sei gepriesen. Er hat uns an diesen wunderbaren Ort gebracht. Durch seine Vision ist das alles hier entstanden. Oh Mann, ihr habt doch echt alle zu viel geraucht. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Das ist ganz einfach. Du musst einfach loslassen, Mann. Sprich mit den Gurus, sie werden dich leiten. Ich dachte, man darf nicht mit den Gurus sprechen. Novize, eine Waffe, Wasserpfeife. Melvin, Joru. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Ja. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kurkalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Junge. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Alter, wir sind hier gerade in Frankfurt Bahnhofsviertel, nachts 23 Uhr, Junkies auf den Straßen. Hey, raus! Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nein. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Oh Mann. Was, ich habe Sumpfkraut? Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. 3 schwarzer Weiser waren ausgemacht und nichts anderes. Besorg mir erst das Kraut, dann sind wir im Geschäft. Kikiki. Oh Mann, die leeren Drogen zu mir, das ist doch... Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Oh Mann, ey. Das kannst du doch nicht bringen hier alles. Aha. Drogen everywhere. Smoke weed every day. Leitern überall. Führen wahrscheinlich alle zum Schläfer. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. War nicht besonders schlau. Was haben wir hier? Hier wächst das Opium, ne? Muss nicht gleich jeder wissen. Alles klar! Muss eben aufpassen, was man auch möchte. Das passiert doch.
ich mit den Templern rede, ne? Ich würde gern mal in den Tempel des Schläfers gehen. Undenkbar! Ein Ungläubiger im Tempel! Bevor du dich nicht in den Dienst des Schläfers gestellt hast, wird dir der Zutritt zum Tempel verwehrt bleiben. Hm. Ich will ein Templer werden, so wie du. Hast du eine Ahnung, wie viele Entbehrungen ich auf mich nehmen musste, um den Auserwählten des Schläfers als Tempelwächter dienen zu dürfen? Glaub bloß nicht, du kannst hier einfach reinspazieren und bekommst so mir nichts, dir nichts, die höchsten Auszeichnungen. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, solltest du dich mit der Lehre des Schläfers vertraut machen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und es wird dir auch sicher die Flausen aus dem Kopf treiben. Oh Mann, ey. Ah, hast dich befreit. Was für ein sticky stuff. Voilà. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Aha. Wer ist das denn? Harlock. Aha. Wer ist das? Ein Novize. Nichts Besonderes. Nee, das wollte ich nicht. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was denn? Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Was gibt's denn so? Schwarzer Weiser? Nee, das brauche ich, glaube ich, ne? Ich kann mal die ganzen Fackeln verkaufen. Brauche ja eh kein Mensch. Eine Amphore, ein Rasiermesser, die Krallen. Wolfsfall. Warte mal. Ich behalte die Wolfsfälle mal. Ich habe so Sorge, dass ich die noch brauche. Pfeifen. So. Rüstungen. Knüppel, so. Jetzt noch hier das Geld. Und dann sind wir immer nicht in einem fairen Geschäft. Dann muss ich noch ein paar Dinger hier wegmachen. Hier ein bisschen tauschen. So. So, ich müsste jetzt mal gerade speichern. Und ich wollte gerade nachgucken. Achso, das war nur das. Aufnahme Sumpflager. Achso, meine tägliche Ration war das. Okay, dann machen wir das direkt. Dann habe ich nämlich das schon erfüllt. Das geht dann ziemlich schnell. Ich kenne den Weg ja jetzt. Nein! Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Was ist das denn hier? Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter? Alles klar.
sind alle... Nicht ein bisschen, nein, die sind alle mega kaputt. Mega, mega, mega kaputt. Ich bin hier falsch. So viel zu dem Thema, ich weiß den Weg noch. Sieht ja auch alles gleich aus. Ich glaube, hier ist der Eingang, ne? Ja. Nein. Du, hier. Bitte. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst das haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Und wie? Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Mhm. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay. Hey, du! Die richtige Entscheidung. Ja, ich wollte da auch nicht rein. Hier war das mit den ganzen Leitern. Da weiß ich noch, sind wir lang gegangen. Das heißt, ich muss an einen der Typen Magie anwenden. Das ist schon mal gut. Hier sind wir über den Sumpf gelaufen. Hier ist er reingefallen. Und da hinten. Okay, Tag, nu, bitte, wo ist er hin? Wow! Aber früher wäre ich ganz anders, nicht gleich jeder wissen. Meine Güte. Den soll ich beklauen, ne, glaube ich. Nur sein Rezept. Speichere mal lieber. Was ist das denn? Das ist ein Alchemietisch. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Alles klar. Oh, was haben wir denn hier so Interessantes? Wer ist das? Kane. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Ki. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Minecrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Mhm. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Okay. Wo bekomme ich das Sekret der Minecrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat.
Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Mhm. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Okay. Hallo, Guacalom. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Was willst du? Nun. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ach ja. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Das funktioniert noch nicht so. In einer der Kisten ist es drin, das bringt mir nur noch nichts. Achso. Ich dachte, ich könnte ihn irgendwie rauslocken. Naja, ich mache hier erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.